Hallihallo, hier ist wieder euer Darth Steffen zockt zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft auf der PS4. Ich wünsche euch auf jeden Fall wieder viel Spaß bei dieser Folge und wir werden auch gleich mal hier weitermachen, wo wir aufgehört haben, in der Höhle. Ich wollte ja noch einen Ofen bauen, mir eine Eisenaxt machen und mir das Zeug hier abbauen, an der Ecke hier. Und das machen wir jetzt auch gleich mal an dieser Stelle. Hier baue ich das Teil hin. Jetzt baue ich mal... Ach, scheiß drauf, komm, einfach mal 4 Öfen. Was soll's. So, Kohle haben wir ja eh genug. So. Dann mache ich die erstmal alle voll. Und mache mal das, was ich brauche erstmal. Und dann ist auch okay. So. Erstmal eine ordentliche Ladung. Kohle brennen. Wann habe ich angefangen? 40, ne? Okay, alles klar. Ich muss gerade mal gucken, wann ich angefangen habe mit Aufnehmen. Weil ich da gerade wieder nicht so richtig drauf geachtet habe. Ich voll Pfosten, wie immer. Ich vergesse immer mal gern auf die Uhr zu schauen, wann ich anfange, meine Folgen aufzunehmen. Und das ist dann immer etwas suboptimal und schlecht. Weil das sollte man schon tun. Darauf achten, aber man anfängt aufzunehmen, sonst verliert man komplett den Überblick über die Zeit. Da hat man noch längere Folgen, die man vielleicht gar nicht so lange will. Aber nun ja, so ist das halt bei mir. Das kommt gern mal öfters vor. So, jetzt glaube ich mir schon mal den Diamant frei hier. Freilegen muss ich mir so und so noch. Das sind auf jeden Fall schon mal 4 Stück. 4 sind definitiv hier an der Ecke. 5, 6, 7, 8. Okay. Das ist nicht gerade wenig. Das lohnt sich definitiv, ne? Die Grube. Das ist eine Goldgrube hier. Eine richtige Goldgrube. Gold, Eisen, Lapzuli, Redstone. Besser kannst du gar nicht laufen hier. Oder was meint ihr hier? Besser kann es doch nicht laufen. Gefällt mir richtig hier. Eine richtig schöne, echte Goldgrube. Okay, da ist nur einer. Aber egal. So, die muss ich mir auch noch freilegen hier, ne? 8, 9, 10. Elf, 12, 13. Wow. So, ist da noch mehr eventuell? Nein, okay. Jetzt müsste ich, wenn ich richtig gezählt habe, 13 Stück haben. Wow, das war knapp. Verdammt, da muss man echt aufpassen hier. Da kann ganz schnell schief gehen. Aber definitiv. Oh. Echt gefährlich. So.
mal. Hopp. 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 So. 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 Hälfte. Da nehme ich auch noch die Hälfte. Gut. Schön. So, so Blöcken machen. Perfekt. Jetzt brauche ich mir erstmal eine Eisenspitzhacke. Jetzt hole ich mir erstmal das schöne Diamant hier. Dann geht es erstmal wieder an die Oberfläche. Vor hier verrecke. Also es ist immer so, wenn man Diamant findet, stirbt man meistens. Das ist so eine Minecraft, Minecraft-Mythos, oder besser gesagt, Minecraft-Aberglaube, dass man am meisten stirbt, wenn man Diamanten findet. Dass einen dann der Teufel auflauert und umbringen möchte. Nur weil man Diamanten hat. Und ja, es ist meistens auch so. Das ist richtig fies bei Minecraft. Aber die Ecke war ja eine richtig gute Ausbeute, das muss man sagen. Die Ecke war eine richtig gute Ausbeute. Ich würde gerne wissen, ob da hinten noch mehr ist. Ich schack das mal hier weg. Ich will einfach mal nach da hinten. Elon. Ob da noch irgendwas ist für uns. Na gut, etwas Redstone ist ja noch und Kohle. Aber dann war es das, wie es aussieht. Okay, da ist nichts weiter. Okay. Machen wir das erstmal hier ein bisschen dicht hier. Ich habe keine Lust zu sterben. Ich habe echt die Taschen voll mit guten Sachen. Redstone, Diamant, Eisen, Kohle. Gold kann ich dann auch noch ein bisschen einsammeln gehen, weil hier irgendwo lag noch Gold rum in der Höhle, wenn ich es wieder finde. Wenn ich es wieder finde, ne, das ist auch die zweite Frage, ob ich es wieder finden werde, das Gold. Da habe ich wirklich mein Inventar echt rappelvolle mit guten Sachen. Und die muss ich dann echt mal an die Oberfläche retten. Ich muss mal kurz die Welt retten. So. So. Gut, erledigt. Können wir wieder abbauen. Ich wollte es alles gleich fertig machen, da habe ich es nämlich fertig. Oh, 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 oh. Fast zwei Stacks Eisen. Ein Stack Redstone. 13 Diamanten. Und glaubst du lieber, glaube auch schon ein Stack voll inzwischen. Holla die Waldfee. Ach, den war's Gold. Das hole ich mir nämlich auch noch gleich. Was ich jetzt alles so finde an Gold und so. Nehmen wir schon mit. Sowas darf man natürlich ja nicht liegen. Um Himmels Willen. Das kann man auch für bestimmte Sachen gut gebrauchen. Gerade wenn man Booster-Schienen bauen möchte. Für eine U-Bahn oder für ein Schienensystem. Da braucht man das Gold. Und Gold findet man nicht oft. Oder ist eher seltener. Also das macht schon Arbeit, Gold zu finden. Also man sollte dann immer alles, was man Gold findet, wirklich mitnehmen und nicht liegen lassen. Auf keinen Fall. Das empfehle ich euch. Lasst Gold nie liegen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mitnehmen. Egal, was es kostet. Oh, da ist...
Ich gehe weiter. Hier ist Kies. Und Kies macht auf mich immer einen sehr gefährlichen Eindruck. Ohne Mist. Guck mal, auf was für Höhe ich bin, bei 24. Ich bin sehr tief unten. Also ich muss versuchen, sehr weit nach oben zu kommen. Und vielleicht auf 50 ist noch mal das Doppelte. Und dann könnte ich eventuell mal versuchen, mich nach oben zu buddeln. Eventuell. Müssen wir mal schauen, wo man hier auf eine eigenartigermaßen guten Höhe kommt. Das ist nämlich das Schwierige. Einfach auf eine gute Höhe zu kommen. Weil hier geht es hier nur bergab. Das bringt natürlich dann nicht so viel. Ich müsste eher nach oben. Gerade weil ich auch so viel in den Taschen habe. Ich möchte das eigentlich gerne absichern mal. Irgendwie. Ja, das ist jetzt echt zu gefährlich hier. Ich weiß auch nicht, es ist mir zu gefährlich. Aber ich werde es erstmal an dieser Stelle die Folge beenden, denn die Folgenzeit ist auch schon leider rum. Und ja, ich hoffe mal, dass euch die Folge wie immer viel Spaß gemacht hat. Ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Minecraft mit und von eurem Darth Steffen zockt auf der PS4. Und ja, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne Zeit. Die nächsten Folgen wären dann wieder am Donnerstag. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt mir treu gewogen und gesund. Und ja, bis dahin noch eine schöne Zeit. Einen schönen restlichen Dienstag euch noch. Und ja. Dann ciao, laui. Euer Darth Steffen zockt. Möge die Macht und das Minecraft-Blut mit euch sein. Ciao, ciao, ciao.